Herzlich willkommen, liebe Kultigäste, zum dritten Kultursalon hier im Kulturzentrum Eichen. Es wird etliche darunter haben, die zuerst mal dabei sind. Und das hat mit dem heutigen Gast zu tun. Kathrin Hönegger, herzlich willkommen. Danke heute Abend, dass du dich aus dem Leutschenbach in die Niederungen von einem kleinen Kultursalon einlässt. Ich habe einleitend beim ersten und zweiten Salon betont, dass das auf eine Frauenbewegung zurückgeht, der Kultursalon. In der Aufklärung haben gebildete bürgerliche Frauen das Salongespräch eingeführt. Und jetzt haben wir zuerst mal heute Abend zum Glück mit dir. So schön. Ein Gast, eine Frau. Danke vielmals für die Einladung. Also und überhaupt nichts mit Niederungen. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Es ist mir eine Freude, da wo ich wohne und daheim bin, dürfen zu Gast sein. Ich hoffe, es interessiert Leute. Und ich bin zum zweiten Mal da. Meine Mami hat da mal eine Vernissage gehabt. Oben? Oben, genau. Und ich habe da unten bin ich schon mal auf dieser Bühne gestanden und auch nervös gewesen, mehr als vor jedem Robbie Williams Interview, mehr als vor jedem Bruno Klaus Interview. Weil, wenn du fürs Mami musst eine Rede halten, ich habe die Laudatio gehalten. Oder sind einfach, meine Familie ist da gewesen. Und das ist irgendwie, wenn du die Leute da siehst, also damals haben wir noch können wirklich vor Ort sein, das hat mich mehr nervös gemacht als jeden anderen Job. Du sprichst eine Qualität an, die du da findest. Ist das ein Grund in der Region, dass du da wohnst? Also nicht in Genis, sondern du bist von Zürich zurückgezogen auf Wesen, wobei es ist Amlerboden. Ja. Du bist eigentlich ein Amlerin. Ja, ich habe mega Freude, wenn du das so sagst, aber ich bin eben recht demütig dem gegenüber, weil natürlich merkt jede Amlerin und jeder Amler, wenn ich in der Molke oben stehe und sage, hoi, Hedi, dann merkt jeder, dass ich nicht eine Amlerin bin, weil ich nur schon mit meinem Dialekt mich natürlich verrate. Ich bin zu Schmerken aufgewachsen und meine Eltern wohnen in Anden und das ist ein Grund, wieso ich den Ort sehr gerne habe. Aber du weißt, dass die Amler sehr wohl können umgehen mit berühmten, wichtigen Personen aus der Kulturgeschichte. Ja, jetzt eben. Du hast, ein Buch da, das von einer Grundtasche landet, das ich aber wirklich nicht kenne. Ist das eine berühmte? Also, oder hat sie eine Geschichte mit Amden? Ja, die hat eine Geschichte mit Amden. Und ich tue natürlich gerne diese geschichtlichen Referenzen auch in so eine Sendung einbringen. Grundtasche Stölzl ist die erste Bauhausmeisterin gsi im Bauhaus in Dessau, gefördert wurde vom Gropius und war eine Textilmeisterin gsi. Und die Frau ist später dann nach Querelen, das war ja ein Männerklüngel gsi in Dessau, mit natürlich Intrigen und die Frauen sind eher so ein im Textilsektor abgedrängt worden. Und ihr ist dann verleidet und sie ist in die Schweiz zurückgekommen. Aber sehr eine erfolgreiche Künstlerin und Textildesignerin gewesen. Also du reist dich da in eine ja. Von... Ich glaube, da bin ich leider noch weit davon entfernt, aber ich interessiere mich sehr für genau so Geschichten und ich probiere es manchmal auch in meine Arbeit einzufliessen zu lassen. Sei es in einer Hintergrundsendung Fokus, wo ich manchmal Frauen interviewen kann, ja. Die Geschichte schreiben oder Geschichte ja. Geschrieben haben. Und wenn du jetzt Geschichte ansprichst aus der Region, ich habe als Kind schon oder als Jugendliche habe ich Geschichte von der Anna Gölti. Ja. Den habe ich einfach geliebt. Also gelesen? Und ich habe sie gelesen und mit meiner Mami besprochen. Und ja. Ich bin leider noch nie im neuen Anna Göldi Museum gewesen, ja. Aber sie wäre ja. Ja eigentlich da um die Ecke. Ja. Hast du bei der Allianz F, wo morgen die Anmeldefrist abläuft, 7. Mai läuft die Anmeldefrist ab, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo man Frauen entweder kann als Kandidatin anmelden für die Herbstsession vom Parlament für Frauen oder man muss sich und kann sich auch als bloße Wählerin anmelden und dann im Laufe dem Jahr aus einer Palette von Kandidatinnen die Kandidaten die Kandidatin, die man favorisiert, wählen. Ja. Jetzt
eigentlich, du hättest natürlich grösste Erfolgschancen. Hast du irgendwann mal etwas, hast du dich gemeldet oder? Also ich bin nicht in der Politik und ich bin nicht politisch tätig. Ich darf ja auch nicht, als Journalistin bin ich unabhängig. Aber ich folge Allianz F zum Beispiel auf meinem Instagram-Account und beobachte, was sie machen. Ja. Und das ist der Dachverband für Frauenorganisationen. Genau. Und ich finde, die machen einen sehr wertvollen Beitrag und eine sehr wertvolle Arbeit, die Frauenverbände. Aber ich bin natürlich nicht bei einem tätig. Ja, ich habe es darum da thematisiert, weil ich merke, dass das linke Gebiet sich häufig in diesen Aspekten zu wenig zusammentut. Man hat jetzt da die Chance, eine Kandidatin aus Kalkbrunn, Bettina Brunner zu wählen, wenn man sich als Wählerin registrieren lässt. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn eine Frau aus dem Linkgebiet in dieser Herbstsession. Und wieso glaubst du, dass man sich im Linkgebiet zu wenig zusammentut? Weil wir eine politische Randregion sind, weil wir eine wirtschaftliche Randregion, also politisch sind wir von St. Gallen aus eine Randregion, wirtschaftlich sind wir Randgebiet von Zürich und ich sage einmal noch, spirituell sind wir Randgebiet von Einsiedeln. Das ist, glaube ich, eine Schwäche, ein Randgebiet. Wir sind ein Transitland. Der Ludwig Hassler, der Philosoph, hat das sehr schön im Buch «Einen dem Jordan» formuliert, wo er sagt, das Linkgebiet ist ein Transitland, aber die Transitländer haben auch Stärken. Das glaube ich auch. Was meinst du, welche Stärken gesagtest du? Oder? Der Austausch. Ich glaube, dass alles, was irgendwie oder zwei Grenzen bedingt, dass das auch bedingt, dass man muss miteinander reden muss oder kann voneinander Sachen lernen, ja. Abschauen, abkupfern. Nein, ja, aber ich glaube schon, ja. dass man einen Austausch, dass wenn man nicht zum Gleichen gehört, trotzdem kann vom Gleichen lernen oder fürs Gleiche lernen. Das glaube ich sehr fest. Er hat noch betont, man sich so geerdet. Ah. Und in den Randregionen aus. Und das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt. Das könnte allenfalls mit der Nähe zur Natur auch zu tun haben. Ja. Also, das glaube ich auch, dass das ein Vorteil ist. Also Leute, die nahe bei der Natur leben und nicht nur im urbanen Teil irgendwo eine andere Haftung, Bodenhaftung haben. Ja, also ich glaube, ich kann nicht irgendeiner urbanen Region oder so Bodenhaftung absprechen. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Aber was ich merke, ist, dass ich, einfach jetzt an meinem Exempel, dass ich bin, mega, mich fragen alle Leute im Moment, was, du bist Wegzügler von Zürich, wie geht es dir denn jetzt? Oder wie geht es einem? Wie fühlt ihr euch? Ich sage, ich bin genau das, was du sagst. Ich fühle mich mega geerdet, ich fühle mich mega zuhause und ankommen. Ist das nicht manchmal für dich ein Stress? Also du wohnst da, arbeitest aber häufig in Zürich, dann hast du ein Kind und das führt ja zu einem Tagesablauf, wo ja, was hast du heute gemacht? Was hast du heute gemacht? Wie ist der abgelaufen? Heute Morgen habe ich, als allererstes hat es geläutet und meine Eltern sind zu mir heimgekommen und haben den Kleinen gehütet heute. Und das ist schon mal der grösste Lottogewinn, den du haben kannst, wenn du eine Familie hast. Man sagt ja, das gibt ja das Bonmot, es braucht ein ganzes Dorf, um das Kind aufzunehmen. Ja. Und das ist, ich habe das Gefühl, ist einfach so. Ja. Und ohne Hüte würde es bei mir nicht gehen, weil ich arbeite 70, zum Teil sogar ein bisschen mehr Prozent und habe auch einen berufstätigen Mann. Und wir probieren so viel wie möglich bei unserem Sohn zu sein, aber wir arbeiten ab und zu auch. Aber das Gute ist, ich kann mir das recht gut einteilen, ich habe recht flexible 70%. Ich arbeite 50% bei Einstein. Und heute bin ich für Einstein, wir haben ein neues Format, das wir für die digitalen Kanäle drehen. Und heute sind wir in Zürich das drehen. Ja. Das heisst, ich bin auf Zürich gegangen, tatsächlich. No. Und bin zurückgekommen. Direttissima daher? Nein, ich bin noch schnell auf Anden und habe Kaffee getrunken, gespielt und sind dann auf Wesen runter. Und ich habe gesagt, ich komme nachher wieder. Ja. Ich gehe jetzt noch zum Bruno Blaus und komme. Aber wenn du das sagst, weißt, ich fühle mich überhaupt nicht
auch wenn ich in Wesen bin, fühle ich mich total in der Mitte von allem. Aber ich glaube, das hat mit der Einstellung zu tun, weil ich kann, und natürlich auch mit dem Job, ich kann morgen überall arbeiten. Also ja. Das heisst, einerseits kann ich von zu Hause aus überall mich einschalten, aber andererseits weiss ich ja nie, wo mein Drehort ist. Der kann in Knutwil sein, der kann in so ganz wo immer. Also ich bin eigentlich immer auf Achse. Ja. Können wir gerade da einhaken auf, wie findest du in deinen Sendungen die Leute auf dem Land? Mir fällt auf, dass du noch recht häufig nicht nur dich am urbanen Publikum orientierst, sondern in Bern bietet. Kürzlich war eine Sendung über Drogenentzug. Ja. Und da bist du in Bernbiet, glaube ich, in einem Entzug. Nein, da bin ich genau in Knutwil gewesen. Oder wo ist Knutwil? Luzern. Oder eben, genau. Aber auf jeden Fall in der Peripherie, ja, oder? Genau. Wie findest du die Leute? Also ist das Zufall, Beziehungen? Wie läuft so eine, wenn man mal das Thema hat, dass man die richtigen Leute, du schaffst ja immer eigentlich mit Produzenten zusammen, genau. Wir sind und mit dem Volk. Ja. Und mit dem Volk, ja, das stimmt. Wir haben immer wieder Protagonisten in unserer Sendung, also eigentlich immer. Und also wir haben einerseits das Thema, oder, wo wir auf der Redaktion planen, besprechen. Und dann arbeiten wir immer in kleinen Equipen. Produzent, Moderator, Moderatorin. Und das Online-Team natürlich jetzt auch sehr verstärkt mit drin. Und mein Produzent jetzt in dieser spezifischen Sendung von der Drogen, also bei dem Drogenrausch bei den Jugendlichen und Kindern, wo man thematisiert hat, hat er die Recherche gemacht und hat gesagt, hey, ich habe einen super Ort gefunden, wo die Aufklärung betreiben wollen, weil sie sehen, dass sie ganz viele berauschte Jugendliche in ihrem Heim haben. Das ist ein Jugendheim in dem Sinne, das heisst Jugenddorf. Und genau, jetzt habe ich den Faden verloren, warte schnell. Ja, und die haben dort die Erfahrung gemacht, dass sie berauschte Jugendliche haben. Sie können aber nicht mehr nachweisen, was sie genommen haben, weil alle klassischen Drogentests sozusagen. Notabene machen die jetzt auch mitunter Pionierarbeit, weil die wollen herausfinden, wie können wir das nachweisen. Und arbeiten hier mit Labors zusammen. Und wir haben die getroffen, wir sprechen die amigs zu Vorgesprächen. Manchmal ist der Tobias Müller, mein Kollege, mein Moderationskollege und ich, manchmal sind wir dabei, manchmal aber auch nicht, weil wir schaukeln immer mehrere Sendungen gleichzeitig. Genau. Also zwei, drei Sendungen, wo man schon produzieren. Also ja, es braucht viel Flexibilität. Und das ist als Mutter, als Vater, als Partnerin, vielleicht manchmal sogar als Kollegin, bin ich manchmal nicht ganz nur einfach, weil ich manchmal muss sagen, oh, ich muss heute absagen, ich muss das und das machen. Also die Mehrfachrolle. Ja. Das ist auch etwas, was mir auffällt. Du beschäftigst dich stark mit Rollenbildung. Ja. Also Rollenbildung schon mit Kind. Ja. Und mir ist dann bei dieser Sendung, wo es um Kind gegangen ist, genau, wo so Rollenmuster übernimmt, habe ich mich gefragt, ja, wie gehst du jetzt rechtlich um, wenn du dein Kind filmst oder filmen lässt? Ja. Musst du da die Schulbehörde, die Eltern, das Kind selber, wer musst du alles fragen oder wie geht ihr da vor? Also da hat auch das Produzententeam das abgeklärt. Wir haben eine Schule gesucht, die sich bereit erklärt hat, dass wir dürfen filmen, und das ist in Corona-Zeit wirklich nicht einfach, oder? Du musst auch noch die Abstände können halten. Tatsächlich, bei Kindern sind wir extrem vorsichtig, und das ist unser journalistischer Auftrag. Aber die Eltern haben auch müssen einverstanden sein, nehme ich an. Alle Eltern haben ihr Einverständnis. Und wer sich nicht hat zeigen, ist nicht gefilmt worden. Es hat Leute, die wollen sich manchmal nur blurred zeigen. Das ist, wenn du so ein bisschen verschwunden kommst. Oder nicht mit dem Namen. Ich meine, wir haben auch schon delikatere Geschichten gehabt, wo ich in der Psychiatrie, ich habe dort gelebt, eine Woche lang, für eine Sendung, für eine Hintergrundsendung bei Einstein. Und das ist natürlich, du kannst nicht jeden Namen, jede Geschichte einfach so bringen. Und da ist bei mir geht es wirklich alles nur über den natürlich über den rechtlich abgesicherten Weg. Ja. Ich habe extrem viel Respekt für jeden, der sagt, hey, ich mache mit, ich will meine Geschichte erzählen. Aber ich habe auch darauf vertrauen, dass wir von Einstein, wir haben einen Anspruch darauf, wir verheizen niemanden, wir wollen niemandem seine Geschichte irgendwie verbeugen. Aber wir wollen Leute zu Wort kommen lassen, die ihre eigene Geschichte erzählen. Und
die wollen dann ihr Einverständnis. Und wenn sie es nicht kennen, dann kannst du es eben verfremden oder spielen. Ich habe das Gefühl, dir kommt deine Ausbildung, auch deine schauspielerische Ausbildung, sehr zu gut. Vor allem, wenn du mit Kindern, das habe ich auch, ist mir geblieben, wenn du mit diesen Kindern schaffst. Und da bist du, nein, wirklich? Hast du das gefunden? Ja. Ich finde das eben gar nicht. Ich habe noch zum Tobi gesagt, wir tun immer ein bisschen untereinander ausjassen, oder? Wer macht welches Thema? Es ist manchmal, vom Typ her sind wir sehr unterschiedlich, oder? Er ist, er ist einfach, wie soll ich sagen, wir kennen uns seit 20 Jahren oder vielleicht sogar noch länger. Wahnsinnig lang. Wir sind unterschiedlich und haben uns aber wahnsinnig gerne. Aber 20 Jahre haben wir dann gleichzeitig früher im Radio geschaut. Genau, wir haben zusammen beim Radio Rhein angefangen. Ja, was? Ja. Und, also zwei Landeier. Wir sind zwei Landeier, genau. Wels und ich Schwerker aufpassen. Er ist von Wels? Ja, er ist von Wels. Ja, was? Ja. Vielleicht schaut da jemand von Wils zu. Nein, ja, das liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte da darauf hinweisen, dass Fragen an Kathrin Hönegger oder Kommentar zum Thema jetzt schon über die Zoom-Modul unserem Regieassistent, der Regisseur ist im Hintergrund, können unterbreitet werden. Also nicht, dass sie das Gleiche erleben, was mir in der zweiten Sendung passiert ist. Dass ich nämlich erst am Schluss, wo die Technik schon abgestellt hat, sie zum Fragen einladen. Ja. Wir haben im Moment 27 Teilnehmer. Ich weise auch darauf hin, dass die sich äußern zu Stärken von unserer Region oder zu einzelnen Gemeinden, in der vierten Sendung, das ist die nächste, dann in eine Verlosung kommen. Einsenden kann man Kommentar oder Stichwort zur Marke Region über zoom@kulturschaenis.ch. Und das möchte ich jetzt mit der Kathrin eben nochmal ein bisschen vertiefen. Was sind denn die Stärken von unserer Region da? Wir haben es vorher gehabt von Transitland, aber du bist jetzt in Schmerken aufgewachsen, wohnst in Wesen auf Amblerboden. Was findest du denn Qualität da? Ist es der See oder ist es Amler Bergen oder ist es die Verkehrsverbindung von Ziegelbruck, wo ein Expresszug nach Zürich geht? Ja, da hast du schon ziemlich viel aufgezählt. Ich glaube, für mich so Herzensangelegenheit ist schon der See. Ich liebe den See extrem fest. Ah ja? Ja, ich gehe wahnsinnig gern, gehe baden, schaue gern auf den See. Die Berge rundherum, für mich ist das wirklich einfach alles, was du kannst wünschen kannst. Ja. Und ich bin nicht zu alt für die Werbung. Nein, aber es wirklich alles, wenn du rumschaust. Und für mich sind es aber auch die Leute. Ich habe einfach schon so viele gute Begegnungen da gehabt. Ja. Und man wird auch gut aufgenommen. Also ich habe zumindest bei meiner Familie das Gefühl, wir sind nicht aufgenommen worden. Ich habe Leute kennengelernt, wir sind erst ein halbes Jahr umeinander. Und, aber der Zug, die Zugverbindung tatsächlich, die ist auch wichtig. Jetzt in diesem Corona-Jahr ist es ein bisschen schwierig, gell? Ich bin nicht so viel Zug gefahren wie normal, aber ich kann schon im Zug in mir arbeiten normalerweise, oder ich arbeite schon im Zug. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich direkt auf Oerlikon eine Verbindung habe. Hast aber du von Ziegelbruck? Ich habe von Ziegelbruck einen direkten auf Oerlikon und dann muss ich nur noch einmal aufs Tram oder auf den Bus. Und das ist interessant, wo wir jetzt sind. Ich habe mal 10 Jahre lang die Marke Linkgebiet registriert beim Institut für geistiges Eigentum. Und weißt du, Willi? Vielem so nah. Ich glaube, das ist eine Qualität für unsere Region. Wir sind sehr schnell in der Stadt. Wir haben 3-4 Schauspielhäuser in der Nähe. Und wir sind vor allem schnell in den Bergen. Schnell am See, wie du gesagt hast. Also das ist spannend. Ja. Für dich aber medial ist eigentlich bei deiner Karriere kommt dann praktisch nur noch Zürich in Frage. Also rechtlich gesehen bin ich sogar auf meinem Arbeitsvertrag steht, dass Arbeitsort Basel ist. Wir haben ich arbeite bei der SRF Kultur mit Einstein und ich müsste eigentlich sogar auf Basel pendeln. Und ich pendle ab und zu auch. Also die Betonung findet zum Beispiel von Einstein in Basel jetzt statt. Also nächsten Donnerstag fahre ich dann auf Basel. Ja, Das sind dann doch 2 Stunden ein Weg und ein Weg zurück. Das heisst,
ich liebe meinen Wohnort wirklich. Ja. Nein, aber ich fahre gerne Zug. Für mich ist das nicht so das Problem. Aber wie meinst du das? Was kommt nur noch Zürich in Frage zum Job suchen? Ja, weil du hast ja, ich meine, das Karriereleiter, wo du drauf bist. Also dir ist ja, das hast du irgendwo in einem Interview auch gesagt, das ist ja gewaltig, deine Karriere. Ja, von, ich bin mega dankbar. Dass ich habe nie mehr, also weißt, ich habe das gar nie angestrebt und bin irgendwie, habe ich immer die richtigen Leute getroffen oder einfach immer, glaube, weiß auch nicht, glaub, gern gemacht, was ich mache. Ja. Und das hat anderen gefallen, die sich dann wiederum gemeldet haben. Und es haben sich immer Türen ergeben. Aber ich weiss einfach nicht, was ich von Karriere soll halten soll. Für mich ist Karriere dann erreicht oder erfüllt, wenn ich möglichst das kann machen kann, wo mich erfüllt. Und ich habe letztens, haben wir das so angeschaut, wie viele Tage ich für eine Emotionssendung müssen ausbeindeln, wie viele für Tage bin ich... Ich habe es nicht verstanden. Emotionsforschung mache ich jetzt gerade. Okay. Ja, wilde Experimente gemacht und dann habe ich aber auch noch ein Training gemacht mit einem Psychologen und der hat wie uns Moderatoren aufdröseln lassen, wie viel ist Stress in deinem Alltag und wie viel bist du im Flow, im Fluss. Ja, ja. Und ich habe gemerkt, jeden Tag, ich bin nicht immer im Fluss, aber jeden Tag, wenn ich arbeite, freue ich mich. Herrlich. Ja, das ist schönst, oder? Ehrlich. Ja, das ist. Das sind. Und dann überlege ich nicht, was könnte ich noch mehr. Ich bin auch froh, wenn es so ist. Aber gibt es dann nicht auch mit der Zeit, dass immer wieder so ein bisschen ein Abschleifen gibt und eine gewisse, sagen wir, Lähmung? Also, du wärst ja bei Radio Rhein, hast du gesagt, oder wo? Radio Rhein. Wärst ja nicht weg. Weil du wahrscheinlich bist ja dort schon im Flow. Ich war so gross und ich habe. Ja, ich habe dort, ich meine, ich habe noch keine Ahnung von der ganzen Medienwelt. Ich habe ehrlich gesagt nur ein Praktikum gesucht, um ein bisschen Geld zu verdienen für Journalismus zu studieren. Und dann hast du Mats gemacht, gell? Ja, genau. Ja. Aber ich bin nicht an ZHW, wo ich zuerst mal mich eingeschrieben habe für Journalismus, weil es hat nachher geregelt irgendwie. Ich habe bei Radio Rhein angefangen und dann... Sag schnell die Stationen für unsere Zuschauer. Dann hat der Dani Stör von Radio Top angerufen. Super Chef gsi und der hat auch gesagt, Katrin, willst du nicht auf Winterthur kommen? Dann ist Winterthur so, was? Winterthur? Wow, Reto Scherer neben mir. Was war das gewesen, Winterthur? Radio Top. Ah, Radio, ja genau. Genau, das Winti. Aber es ist für mich halt einfach, ich bin noch nie vorher gross im Winterthur gsi und neue Welt. Und ich habe dann dort geschafft und gleichzeitig das Mats gemacht, genau. Und dann bin ich dann hat Dani Bücher von Energy Zürich angerufen und gesagt, hey, willst du nicht auf Zürich arbeiten? Und dann bin ich zum ersten Mal auf Zürich arbeiten. Ja. Und habe dort ein paar Jahre gearbeitet, habe morgen schon dann einmal noch geteilt mit dem Roman Kilsbein. Und das ist eine grosse Lehre gewesen, weil es ist früh aufstehen, das ist harte Arbeit. Bist du dann ein Langschläfer? Zürich wecken. Also ich habe einen 2,5-jährigen Sohn, ich weiß gar nicht mehr, was Schlaf ist. Er schläft nicht durch? Nein. Nicht. Also jetzt ist gerade, ich will jetzt nichts verschreien, vielleicht ist er jetzt im Fall gerade eingeschlafen. Ja, vielleicht hat er das Temperament von der Mutter, vielleicht hat er das Temperament von der Mutter schon als kleine Knirps. Das kann man schon sagen, oder? Ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe recht viel Energie zum guten Glück und ich stehe gerne auf am Morgen. Hast du ein unternehmerisches Talent? Nein. Nicht? Das glaube ich wohl nicht. Also, was ich denke jetzt an Nathalie Wappler. Ja, meine Chefin. Deine Chefin. Direktorin. Die war aber früher auch redaktionell tätig gewesen, meine ich. Ja. Also habe ich gedacht, ja, ich müsste dich fragen, ob das allenfalls noch eine Karriere wäre. Ich sehe, woher das Ziel. Nein, ich glaube, das bedingt auch, dass man wahnsinnig... Nein, ich bin schon, dass man wahnsinnig gesamtheitlich kann denken kann. Und ich bin schon, ich denke vor allem für das, was mich wahnsinnig interessiert. Mhm. Und ich glaube was interessiert auch, dich denn wahnsinnig? Mich interessieren Menschen und Geschichten. Das klingt jetzt, gell, das ist eine typische schöne Antwort vielleicht. Nein, das mich ist interessiert auch. Aber natürlich auch so ein bisschen Bruchstellen. Mich interessieren auch immer wieder... Geschichten vom Scheitern, vom Neuanfang, vom sich neu erfinden. Also
Ich habe immer wieder Gäste in der Hintergrundsendung Fokus, die ich moderiere. Und dort interessieren mich nicht unbedingt besonders erfolgreiche Leute, sondern Leute, die, die vielleicht erfolgreich das machen, was sie machen, aber auch schon gescheitert sind in dem, die Bruchstellen haben, die Ecken haben und Kanten haben. Mich interessiert es nicht nur, wenn es nur rund läuft. Ja. Ja. Du, vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch das Fokusgefäß ein bisschen erläutern, genau. Weil ich muss also sagen, gestohlen, das habe ich nicht beachtet. Du aber dir sagt persönlich vielleicht etwas auf SRF 1, ja. Du hast vorhin gesagt, und das ist im Prinzip eine ähnliche Form auf SRF 3 oder auch als Podcast, auf egal welchen Kanal vom SRF findet man das, als Podcast, das ist eine stündige Sendung, wo wir Leute aus Kultur, Sport, Gesellschaft, Politik einladen, ja. Und schwätzen. Ja. Und es ist eigentlich weniger, was die Person macht, sondern wie sie es macht. Ja. Und da gibt es extrem spannende Leute. Und ich glaube, für genau so Geschichten brenne ich oder investiere sehr viel. Liesest du dann sehr viel? Also weißt du, wenn ich deine Themenvielfalt sehe, also deine und Tobias Sini in Einstein, das ist ja so breit. Das ist Naturwissenschaft, das ist gesellschaftspolitisch. Was es sicher nicht ist, ist Institutionspolitik. Das lassen wir in der Rundschau. Ja. Liesest du sehr viel? Oder gehst du sehr viel ins Kino? Oder wo, irgendwo musst du dich ja auch inspirieren lassen. Alles, was das Thema gerade abverlangt. Also sich in die Recherche hineinknündeln und ganz viel lesen, schauen, hören. Ja. Ja, das gehört zum Job. Aber es ist wirklich ein Teamwork. Also dass Einstein so eine beliebte Marke ist, hat glaube ich, sehr viel auch mit unserem Teamwork zu tun. Wir sind wirklich eine gute, eingeschliffene Redaktion. Wir haben sehr erfahrene Journalistinnen und Journalisten an Bord, aber auch Jungsblut. Der Tobi und ich sind sicher als Moderatoren eher die Jüngeren im Team. Und wir arbeiten einfach wahnsinnig gut zusammen. Wir tragen alle zum Thema Material dazu. Und wir sind dann eigentlich schon Menti, die alles gelesen haben. Wir müssen sattelfest sein und wir müssen dann auch die Interviews führen. Und ja, die Bereiche die sind wirklich sehr breit. Und ich finde es eine extreme Bereicherung. Manchmal stehe ich natürlich auch für mich auf und denke so, wow, jetzt vom Jugendheim gerade wechseln zu irgendwie Neuropsychologie. Ja, manchmal ist es ein Gap, ein Sprung. Aber ich finde es eine Bereicherung. Ja, also, ich lerne wahnsinnig viel. Und durch das, dass ich sie erleben darf, lassen sich ja Emotionen oder alles, was ich mache, lässt sich besser abspeichern, weil ich erlebe es. Oder? Es ist aber doch letztlich eine anspruchsvolle Sendung. Also man muss, ich sage jetzt, man muss mitdenken. Es ist nicht Landfrauenküche? Nein, also wir sind ein anderes Format, wir sind ein Wissensmagazin und ja, wir sind nicht Landfrauenküche. Wie tun ihr dann zu den weiteren, ich sage jetzt eher anspruchsvollen Gefäß. Doc, manchmal bin ich so ein bisschen überrascht, sage, ja, das hätte jetzt auch bei Einstein sein oder bei ein Einstein-Thema könnte auch, ist fast Doc-mässig aufgebaut. Gibt es da eine Konferenz, wo man Themen abmacht längerfristig und sagt, das kommt dort her? Ja, es gibt zum Teil auch Themenübungen. Oder manchmal ist es eine gewollte Synergie, dass man wie sagt, wir haben das gerade letzte Jahr, wo ich die Sendung gemacht habe zu Jugendlichen im Drogenrausch, ist vorher zwischen dem Dock gelaufen, Cannabis, eine Reportage von der Monika Sutter über Kinder, die glaub, schon Cannabis braucht. Ja. Ich war dort noch am Arbeiten und nachher ist noch bei unsere Sendung gekommen, darum weiss ich jetzt nicht genau, wie sich es unterschieden hat, aber wir haben natürlich nicht gehofft, dass wenn wir einen Themenabend machen, dass die Leute sagen, ich habe echt noch gefunden, bei der Cannabis, aber vor allem bei der LSD-Geschichte, das war glaube ich auch bei euch, LSD, oder ist das doch gewesen? Genau. Habe ich noch gefunden, ist das nicht noch heikel, weil man es ja wieder ein bisschen propagieren, der Trip. Aha, es ist dort darum gegangen, dass die Psilocybin und LSD eben durchaus wertvolle Schritte in der Forschung sind. Genau. Oh, das ist die Sendung Drogen als Heilmittel. Ja, die hat der Tobias gemacht. Der Tobias hat die gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist noch
als 68er hast du natürlich noch so nahe bei die Erfahrung gehabt mit dem. Und ich denke, und jetzt wird es wieder aufgeworfen. Es wird eigentlich den Leuten... Also ich meine, natürlich stellen wir uns auch so Fragen, wie weit können wir gehen? Wie können wir ausgewogen berichten? Aber ich glaube, es ist einfach ein Fakt, wo da ist, dass Wissenschaft sich um die Themen im Moment genau drüllt und kreist, oder? Dass da Forschung betrieben wird. Und das bildet mir ab. Ja. Aber ich glaube, wir machen das mit einer journalistischen Sorgfalt bei uns, wo wir ganz klar nicht im Sinn von einer, weiß auch nicht, dass wir irgendjemanden ermuntern oder was auch immer. Aber ja, das sorgt auch bei uns. Wir haben das auch diskutiert. Also, unser Kommentar daheim war sehr mutig und sehr sorgfältig. Also, das ist eindeutig. Ich glaube, das sind wir im besten Fall. Oder? Wir wollen ja zeigen, was passiert, was in den Labor draußen stattfindet. Und das ist zum Beispiel ein Fakt, dass da daran geforscht wird und dass da auch viel Hoffnung auf diesen Projekt beruht, oder? Dass man die später kann für kranke Leute brauchen. Aber ja, mich freut es, wenn sorgfältig und mutig, ich glaube, das sind zwei tolle Attribute. Ja. Weil langweilig wollen wir ja auch nicht sein, aber ich glaube nie, dass wir herausfordern, um irgendwie Grenzen zu überschreiten. Ja. Und da bin ich extrem froh, dass ich so einem Gefäß kann arbeiten kann, wo man neugierig sein darf, Fragen stellen und jeder sich dann selber die Meinung bildet. In der Region wird häufig die Frage aufgeworfen, wie kommt man ins Fernsehen? Ah, also wie kommt der Schmerkner, der Verleger und ich glaube Chef von Petri Heil, wenn er da ein grosses Buch macht über Revitalisierungsbuch, wie kommt, jetzt sage ich dem, ja, das muss doch das Fernsehen, das muss im Fernsehen bringen. Gibt es da eine zentrale Anlaufstelle, dass der Herr Dietrich von Schmerken kann sagen, ich habe ein gutes Buch gemacht? Wäre das nicht einmal etwas für euch? Hat er jetzt dich gefragt oder hast du ihm gesagt? Ich habe gesagt, das nimmt mich jetzt Wunder, das wäre ein Thema. Weil, natürlich hat es immer auch ein bisschen mit regionalem Engagement zu tun. Der Verleger wohnt in Schmerken, der Herr Dietiker. Die Gestaltung ist von Can Gadient und von Andreas Gabetuller aus Uznach und Kaltbrunn. Und da habe ich gefunden, ja, jetzt Gottfried Stutz, jetzt müssen wir doch schauen, dass er das ein bisschen national verbreitet oder dass das bekannt wird. Ja. Und das Gleiche, ich kann mich erinnern, wir haben in Uznach Kunstspinnerei gehabt. Das ist eine Ausstellung von 60 regionalen Künstlern. Ah, da bin ich gewesen. Bist du gewesen? Mhm. Und da haben wir uns natürlich gesagt, ja, eigentlich müssen wir jetzt das irgendeinem Fernsehen stecken. Ja. Wir sind dann zwar in einem Spot vom Lotteriefonds gekommen, aber so von der sonst kulturell wäre es ein Kulturplatz-Thema gewesen. Mhm. Aber natürlich also, Basiskultur und nicht Elitekultur. Ja, aber ich glaube, ich arbeite nicht für Kulturplatz, aber ich arbeite für SRF Kultur und ich glaube, wir bilden überhaupt nicht nur Elitekultur ab. Und es gibt, auf jeder Redaktion gibt es eine Inputstelle, oder, wo man kann... Das wäre meine Frage sein. Ja, also zum Beispiel bei Einstein kann man Inputs. Wir haben häufig von tollen Wissenschaftsprojekten oder was auch immer, Leute, die irgendwelche Sachen machen, die spannend sind, die uns das schicken, die uns sagen, hey, wir wohnen im Haus für die Zukunft. Und wir haben schon viele so Sachen realisiert. Aber natürlich muss ich jetzt sagen, ich bin sehr ein loyaler Mensch, auf privater Basis, aber ich mache natürlich auch nicht jemandem einen Kollegendienst, nur weil jetzt er aus Schmerzen kommt. Das ist oder ja klar. Das ist klar, aber ich kann, weil, das wäre ja, das wäre verrückt, dann würde jetzt bald Einstein nur noch da in der Rost spielen. Genau. Und nein, da sind wir der Unabhängigkeit verpflichtet. Also, trotzdem. Jedes Mal kommt der Gast ein Buch über, wo Gesprächsthema war. Und du kommst jetzt das vom Petri Heil Verlag über die Revitalisierungs- Oh, 1000 Tipps für mehr Forellen. Ich bin ja sehr ein grosser Biodiversitätsfan. Ah ja? Und auch ein grosser Tierfan. Und darum freue ich mich, dass ich... Ja, Tierfan, darum isst du kein Fleisch.
Und kein Fisch, genau. Ist das ein Fischerbuch eigentlich? Ja, es ist natürlich Petri Heil. Petri Heil. Ach, das hast du auch noch gesagt. Sorry, ja. Ah ja, das ist mega toll. Also, nein, ich weiss, ich kenne jemanden, wo. Nein, ich muss so sagen. Ich bin sehr für Nachhaltiges. Ich meine, logisch, dass es Fischer braucht. Und Jäger? Oh, mein Grossvater war ein Jäger. Und ich war auch schon auf der Jagd. Nicht Einstein. Ah ja? Ja. Und auch da gibt es... Da habe ich natürlich sehr tolle Dreharbeiten gehabt. Ich war auf der Alp Trub Tschun. Wohin? Auf der Alp Trub Tschun im Nationalpark. Ist ah ja, ja. Das ist mit bekannt. Dem Andreas Moser und mit dem Tobi Müller. Ja, ja. Und wir haben zusammen dort das Ende gemacht. Und hey, ich habe so viel lernen von diesen Leuten. Und ich spüre, dass diese Leute einen mega Respekt haben für ihre Umwelt, für die Tiere. Und solange das so gehandhabt wird, ich bin wirklich ein grosser Tierfan. Aber ich bin auch ein Fan von den Leuten, die Tiere mit Respekt behandeln. Und da gehören auch die dazu. So. Aber nochmal zurück zur Ernährungskultur. Eben, du bist relativ rigid. Also, sogar vegan, glaube ich. Nein, das bin das ich nicht. Ich habe seit den ersten paar Lebensjahren habe ich irgendwann abgeschworenem Fleisch. Also wirklich, ich habe gesagt, hey, ich möchte es nicht mehr essen. Und die haben dann gedacht, ja, ja, die fangen dann schon wieder an, weil sie essen. Bei uns alle mit Mass Fleisch und Fisch. Und nachher hat es bei mir aber nie mehr aufgehört. Im Gegenteil, ich habe wie gefunden, das geht gut ohne und es geht gut ohne. Sind ihr, darf ich fragen, in der Partnerschaft sind ihr beide? Nein, leider nicht. Nein, also mein Mann hat glaub, wirklich gehofft, dass ich ihm mal mega etwas Feines koche, so, wo auch Fleisch beinhaltet. Ja. Bis heute muss er auf das verzichten. Aber er kocht selber? Er kocht sein Fleisch. Eben, also er kocht es fein erstens. Ja. Er kocht immer wieder für mich. Manchmal koche ich und ich koche dann aber viele Sachen. Okay. Ja, ich kann und echt kein Fleisch kochen. 70% erschafft voll. Gibt es trotzdem in der Kinderbetreuung noch so etwas wie eine Rollenteilung zwischen deinem Mann und dir? Oder ist es doch eher dein Teil und allenfalls Grosseltern, wie du angedeutet hast? Nein, also ich bin natürlich sehr feministisch irgendwie so dadurch veranlagt. Ich finde, wie eigentlich sollte er sich auch für das einsetzen oder auch für das interessieren, aber ich habe auch Verständnis, er muss im Moment, wir haben uns vor anders aufgeteilt, er hat vor 60% gearbeitet und es war mega schön, ich habe gemerkt, dass die das auch genossen haben, ein wahnsinnig tolles Band entwickelt haben und jetzt muss er im Moment 100% arbeiten und das ist toll, aber natürlich hat er weniger Zeit durch das und genießt es glaube ich, umso mehr, wenn er dann heimkommt und auch kann seine Stunden mit unserem Sohn. Wir verbringen gerne Zeit so als Familie, aber auch als Grossfamilie. Ich zähle da auch meine Schwestern dazu. Die leben auch in der Region? Nein, die leben in einer anderen schönen Region. Die eine wohnt, ich erzähle da mega viel. Ja, ist das ist gut. Das darfst du auch. In Obwalden und im Luzernischen wohnen die. Und wir organisieren das aber jetzt zum Beispiel am Muttertag, dass wir alle wieder zusammenkommen. Das ist so ein bisschen unser Nabel. Ja. Du bist ja in einem sehr kultur- und kunstaffinen Haus aufgewachsen. Genau. Warum bist du eigentlich nicht Künstlerin geworden? Das ist ja geil. Ich habe wirklich nichts Künstlerisches in dieser Art. Also meine Mami malt ja. Stimmt doch gar nicht. Du bist ja Künstlerin. Ja, das stimmt. Also ich würde mich wie... Nicht, ich arbeite nicht als Schauspielerin oder ich arbeite schon extrem lange nicht mehr im Theaterbereich und ich habe das aber wirklich mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Und ich habe mich auch fast, es ist mir fast das Herz versprungen, weil ich damals in jungen Jahren nicht gewusst habe, ich habe gemerkt, ich bin Journalistin, aber ich bin auch der Theatermensch, ich liebe Theaterliteratur, ich liebe die Texte. Aber ich musste mich wie entscheiden, mit was zahle ich meine Miete. Mir gefällt eben der rechtliche Kunstbegriff. Der rechtliche Kunstbegriff ist eben nicht beschränkt auf Literatur, Malerei und Musik, sondern Filmkunst und auch Journalismus, guter Journalismus, ist eben urheberrechtlich als Kunstwerk geschützt. Ja. Also eure Filme, die ihr macht, sind im Prinzip nach rechtlichen Gesichtspunkten Kunstwerk. Oh, und deshalb bist du durchaus
Kunstschaffende bei den meisten Werken, die ihr zusammen produziert. Die Frage ist dann, wer ist Urheber oder Miturheber? Genau, das ist eine gute Frage. Und natürlich, ich habe es auch ein bisschen so gesagt, weil ich gerade das Handwerk denken kann, das ich am nächsten in meiner Familie habe. Das ist eben das Malen. Und das habe ich wirklich, das bin ich null talentiert. Ich habe gerade mal einen Krebszeichen im Moment für meinen Sohn und das ist es dann. Aber ich arbeite auch noch in einem Künstlerkollektiv, wo wir Lesungen zusammen aufführen. Ja. Und das Atelier, und das ist mir mega wichtig und das ist ehrlich gesagt auch eine Dankstelle von mir, wenn ich irgendwie Zeit habe. Das heisst Atelier mit zwei E geschrieben, atelier.ch. Wir sind Retro-Bogo und der Lorenz Heberli und der Luc Augier und Gülşah Dili und ich und der Manuel. Wir sind ein Kollektiv und wir machen zusammen Lesungen und schreiben Texte. Sag mal, gibt es da eine Webseite? Ja. Also, jetzt können wir schon noch ein bisschen Werbung machen. Das ist Atelier mit zwei E. Atelier mit zwei E.ch. Genau. Also das einfach Atelier. Spannend. Und das findet, wo ist das Zentrum oder wo ist das? Wir treffen uns meistens in Zürich, aber es ist, wir haben in der ganzen Schweiz. Wir können neue Theater buchen. Ja. Ah ja. Genau. Also, ja. Das müssen wir dann nachher Herr Schoch noch sagen. Das wäre auch mal etwas im Kultidam. Stimmt, ja, sehr. Ja. Super. Wir machen eben meistens Texte, die wir zusammenschreiben. Wir haben aber auch schon Dia-Übungen zusammen gemacht. Ah, spannend. Kinderlesungen gemacht. Das ist cool. Ja. Mega toll. Du hast vorher gesagt, Text, vielleicht das letzte. Hast du mal ein Buch geschrieben? Oder steht das erst noch bevor? Ich habe mit 8 mal so ein dünnes mal geschrieben. Kindergeschichte? Nein, ich habe kein Buch geschrieben. Es wäre etwas mega, es wäre wow. Aber ich habe so viel Respekt vor dem und ich wüsste gar nicht, wie ich das würde angehen. Hast du ein Buch geschrieben? Ja, ein paar. Aber Fachbücher und so kleines Verlag. Mhm. Ich mache mit in einem Biografieprojekt, das Martin Heller noch auf die Beine gestellt hat. Jetzt ist es von einem Verein getragen. Da schreiben die Leute für sich selber eigentlich ein Buch mit Kleinstauflage. Also man schreibt ein Buch und kommt nachher zwei Exemplare über. Man kann aber nachher bestellen. Aber das ist so etwas ganz Intimes. Also ich habe mal eins Hirschtod Schwein gehabt und eins über Kalf-Eisenthaler Geschichten. Und eins habe ich mal alle meine Laudationen gesammelt. Das klingt nicht gut. Und das ist aber dann in dem Fall in einem kleinen Zirkel, ja, oder da muss man quasi wie reinkommen und dann kommst du das auch über. Du kannst dich, das www.edition Uni, kannst du dich anmelden, halbjährlich wird die Plattform geöffnet, wenn du angemeldet bist. Und dann hast du 4,5 Monate Zeit, Phase 1 schreiben, Phase 2 zusammen büsteln, redigieren. Phase 3 ist ins Layout rein, überschaufeln und dazu mit Fotos ergänzen. Und nach 4,5 Monaten kannst du das Büchlein abholen. Jetzt habe ich eins geschrieben mit einer Freundin in Basel aus Tagesanzeiger. Geschichte, ein pandemiebedingtes Buch. Wir haben abgemacht in der Pandemie. Wir schreiben uns jede Woche 2 Briefe. So gut. Und das müssen wir jetzt eben die nächste Woche müssen wir das abschließen. Jetzt haben wir den Werbespot für die www.edition Unik unerwarteterweise auch noch gemacht. Katrin, du bist einfach traurig. Ja, also ich kann auch gerade sagen, wenn ein Buch, das, ich glaube, jede freie Minute, die ich habe, die verbringe ich eigentlich am liebsten mit meinem Sohn und mit der Familie. Und ich glaube, da müssen so Projekte irgendwo im Moment jetzt für mich noch anstehen. Aber ich glaube, auch diese Zeit kommt wieder. Wo wir wieder mehr Zeit werden haben, weil irgendwann fängt ihr dann die Schule oder was auch immer. Ja. Und dann habe ich dann vielleicht auf einmal, wenn ich denke, jetzt kommt noch so ein Hobby. Und irgendwann bist du ja dann pensioniert und dann bist du nur noch beschäftigt, aber nicht mehr erwerbstätig. Ja. Das war der Schluss vom heutigen Gespräch. Man sieht natürlich die Dynamik, sowohl von der Person wie auch von der Berufsfrau. Das ist für den Gesprächs
Leiter oder der Moderator geleitet, hat sie ja Kathrin selber zu Gespräch. Und das ist für mich jetzt ein Vergnügen gewesen, dass ich eigentlich geleitet werde. Und am Schluss hat sie mir ja den Ball noch zugespielt. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Zuschauen daheim. Ich bin noch darauf hingewiesen worden, ich soll noch mal die richtige E-Mail-Adresse durchgeben. zoom@kultur-, den habe ich vorher vergessen, _schaenis.ch. Und die Sendung von heute, die wird auch wieder aufgeschaltet auf der Webseite von Kultur Schaenis. Sie können auf die Webseite auch gehen über www.kultursalon.ch. Sie kommen genau auf das Gleiche. Kultursalon hat der Fritz Schoch mit seinem Team exklusiv gesamtschweizerisch als Webseite monopolisiert. Das ist zügig gegangen. Einen schönen Abend und wir sehen uns wieder am ersten Donnerstag im nächsten Monat mit der Gabi Tramp, Kulturministerin von Schaenis. Ich freue mich sehr, auch dort wieder eine Frau als Gesprächspartnerin zu haben. Dann ist es dann nach 4 Sendungen ausgewogen. Schlafen gut. Danke vielmals.